Hey ho meine Lieben, hier ist wieder euer M3D bei Colard. Das Spiel, was mir hier gerade richtig an den Herz wächst. An mein Herz wächst. So, wir sind doch jetzt hier an diesem Wendepunkt. An dem Wendepunkt unseres Lebens. Wir laufen jetzt geradeaus. Ja. Und jetzt könnten wir links und rechts lang laufen. Links von der Kambie und jetzt gehen wir rechts. Das ist dieser Weg hier. So, rechts. Wunderbar. Genau, dann sind wir doch schon an diesem Ding hier vorbeigelaufen. Na, hätte man ja fast vermuten können, aber ist ja egal. Was man so nicht alles weiß. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir können jetzt versuchen, erstmal hier lang zu laufen. An die Spitze hier. Aber ich denke mal, das wird eher dann wie so eine Art Verwirrung sein. Wir laufen jetzt wirklich erstmal diesen Weg hier lang. Also wir halten uns links und gucken mal, ob wir hier irgendwas Tolles finden können. Weil wenn wir da was finden, dann haben wir da wenigstens wieder, sage ich mal, so eine Art Checkpoint oder sowas. Und dann ist doch gut, oder? So. Jetzt ist halt die Frage. Bin ich noch gut? Bin ich nicht mehr gut? Ah, warte. Hier war der Wald von dem, mit dem Typen, ne? Ich glaube ja. Ja, ja, ja. Das wird der gewesen sein. Ja. Dann bin ich nämlich, oder war das da hinten? Ach, was weiß ich, ey. Scheißegal. Wir laufen jetzt einfach entlang und werden es herausfinden müssen. Ich laufe mal langsamer. Ah, die Taschenlampe ist an. Wow, ist die billig, ey. Scheiß Taschenlampe. Ich höre noch nichts Gefährliches irgendwie. Aber das kann sich auch jede Sekunde ändern. Da, 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 da. 7264. 7264. Steht es hier irgendwo drauf? Oh Gott. Ich falle hier runter, ich falle hier runter, ich will hier runterfallen. Nein, nein, geh weg, geh weg. Junge, was willst du von mir? Wie komme ich von dem weg? Da sehe ich ihn. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ah Gott. Kackvieh, ey. Wie hätte man da entkommen können? Gar nicht, oder? Na gut, na gut, na gut, na gut. Oh, guck mal, das war ein... Ach, das war ein Student. Jetzt haben wir es genau gesehen. Alles klar, dann laufen wir die Strecke nochmal zurück. Ist ja schnell erledigt. Die Koordinaten sind übrigens aufgeschrieben. Freunde, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und sie stehen nicht auf der Karte drauf. Das ist geil. Okay. Wie waren die Koordinaten? 72, 69 oder so? Alter, ich hab's anscheinend falsch aufgeschrieben. 72... 69, Moment. Könnte echt sein, dass die damit klarstellen wollten, wo wir sind. Das könnte auch sein, so eine Art Orientierungspunkt. Tja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Mist. Egal. Wir gehen einfach nochmal ganz kurz gucken. Und dann rennen wir einfach wieder weg und ich hoffe, dass es einfach klappt. Dann rennen wir weg und rennen einfach in die andere Richtung oder sonst irgendwas und fällt schon was Gutes ein. Noch lasse ich das Licht an, aber das ändert sich gleich. Boah, der Typ hat ja gar keine Ausdauer. Oder Frau, aber ich glaube, das ist ein Typenspiel, oder? Vor allem frage ich mich, wer wir sind. Hast du Ausdauer, Kollege? Ja, hat er wieder. Vielleicht können wir auch einfach von der Ferne reinzoomen und müssen gar nicht nah ran. Das wäre ja das Allergeilste. Das würde mir theoretisch gesehen gefallen. Ich gehe jetzt einfach mal links lang. So, es war auf jeden Fall hier. Das steht schon mal fest. Gleich werden wir unser Unglück begegnen. Ich spare mir schon mal meine Energie. Aber guck mal hier, hier gehen auch nochmal Wege. Alles klar. Alles klar. Doch, das wird der Wegpunkt gewesen sein. 71, bla bla bla, weil hier kann man reingehen, definitiv. Und kommt da hinten raus, da bin ich mir sowas von sicher. Okay. Waren der Kackfelsen? Ich weiß es gar nicht mehr. Fels. Boah, langsam verlaufe ich mich aufs Übelste. Hier muss er gewesen sein, oder? Hier. 72, 64. Alles klar. Der Typ hat uns gerade in Ruhe gelassen. Nein, hat er nicht. Nein, 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 nein. Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus. So, da will ich rein, genau. Oh. Ist er weg? Er ist weg. Okay.
Sprinte, Junge, sprinte um dein Leben, ey. Schöne Nachricht, Nachricht, Nachricht. Guck mal, ob ich richtig bin, ob ich recht habe. Da hinten. Yeah. Sowjetische Forschungseinheit für Naturphänomene zur Anomalie OH-91, schätze ich mal. Die ersten Vorfälle ereigneten sich 1950 und 1953 in der Gegend von Igarka, während der Bauarbeiten für die Polarkreiseisenbahn. Die Arbeiten wurden unterbrochen und die Vorfälle für geheim erklärt. Alle Zeugen wurden wie angeordnet eliminiert. Ach du meine Güte. Am 17. Oktober 1950 trat laut Zeugenaussagen westlich von Igarka auf Höhe des Lagers 503 eine unbekannte Energie aus einer unbekannten Quelle aus und verursachte den unmittelbaren Tod von 42 Arbeitern. Das könnte das komische Licht gewesen sein, was wir da gesehen haben. Die Leichen verdampften regelrecht und zurückblieben lediglich Schatten, so die Zeugen. Alles geschah plötzlich und schnell. Aha. Der nächste Vorfall ereignete sich... Junge, ich bin am Lesen. Man stört niemanden, wenn er sich weiterbilden will, du Arsch. Also dreht er da Kreise. Aber okay, hier ist der Checkpoint, mir kann es egal sein. Aber ich war so gerade am Lesen, Mann. Schon fies. So, gucken, wo wir sind. Nicht da, wo ich erwartet hätte, muss ich zugeben. Von da kamen wir, ne? Wir werden jetzt erstmal weiterlaufen und dann gucken, was Sache ist. Oh, hier ist ja voll eng. Oh Gott. Todesangst, Todesangst, Todesangst. Wo bin ich? War ich schon gewesen? Nein. Eine Brücke, Alter. Moment, die stützt ein. Nein. Oh Gott, wie geil. Ein Haus, eine Hütte. Ich dreh durch. Hier ist ein Messer. Nimm das Messer. Oh, ich hasse dich, ohne Witz. Ich höre noch eine Nachricht, noch eine Nachricht, noch eine Nachricht. Ich habe Angst vor dem Typ. Oh. Ich kann nicht ins Haus rein. Alter, hab ich mich gerade so tot erschreckt. Oh Gott, Hilfe. Nachricht. Speichern. For a very long time, I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with me, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation, and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Was ich ein bisschen schade finde, ist, Freunde, dass wir dieses Tagebuch gar nicht lesen können. Oder ist es hier zu finden? Nö. Logbuch, Tagebuch. Nee, haben wir nichts. Okay. Halt die Schnauze, Mann! Alter, ich will in den Schrank rein. Das geht sogar. Wie geil! Wie geil! Ich bin sicher, komm doch! Alter, ich bleib jetzt hier mein ganzes Leben drin, ist mir egal. Der ist draußen, definitiv. Junge, mach die Tür zu, Alter, bist du blöd oder so? Oh, oh, ich höre ihn schnauben. Ich würde ja gerne mal gucken gehen, ne? Da, Schritte, Schritte, Schritte. Der geht wieder, der ist gegangen. Uff. Alles cool, meine Freunde, alles cool. Ich hab's überlebt. Halleluja. Das Witzige ist, ich habe eine Person hier in dem Schrank gesehen, da bin ich 100% sicher. Kann ich raus? Alter. Ach ja, jetzt auf einmal ist die ganze Hütte wieder repariert, oder was? Interessant. Kann man das Scheißding auch irgendwie ausstellen oder so? Nee, ne? Alter, hier liegen so viele Waffen. Warum nimmst du nicht irgendwas mit, Mann? Irgendwas?
Es würde das Leben so vereinfachen. Ja, okay. Es würde das Leben so vereinfachen. Töte Geister. Das klappt ja gar nicht. Hallo. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir genießen die schöne Aussicht und bis zur nächsten Folge. Tschüss.